Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa. Und heute haben wir einen Herrn eingeladen, der war mal Lehrer und Musiker, immer noch, heutzutage noch Musiker, da wird er wahrscheinlich auch nie von loskommen. Und wir kennen uns schon sehr lange und der lebt im Moment auf Mallorca, ist heute extra deswegen hierher gekommen nach Schicks und da freue ich mich ganz besonders, dass er hier ist. Helmut Kuhne, Helmut, moin. Moin Gerd, schön dich zu sehen. Danke. Ist ja eine ganze Zeit lang her. Das ist sehr lange her, dass wir uns gesehen haben. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hatten wir noch so eine Volksmusikgeschichte, weißt du noch? Ja. Aber das ist einige Jahre her. Danke für die Einladung. Ja, wir haben mal zusammen was machen wollen, aber das hat dann leider nicht geklappt, weil wir nicht die richtigen Location gefunden haben. So, war so leider, ne? Ja, Helmut, wie gesagt, du hast studiert, bist du Lehrer gewesen, lange, lange Zeit. Und wie gesagt, Musik hast du immer weiterhin noch dabei zwischendurch gemacht. Und erzähl doch mal ein bisschen, wo hast du deine Lehrertätigkeit ausgeübt? Meine Lehrertätigkeit hatte ich ausgeübt erst in Kiel, Referendarzeit. Und dann war ich in Neumünster an der Walter-Lehmkuhl-Schule und habe an dieser Schule das große Glück gehabt, einen Schulleiter zu treffen, der meine Musik mochte und sich richtig mit mir identifiziert hat, mit der Musik, und froh war, dass die Musik dafür gesorgt hat, dass das von der Schule so ein kleines bisschen in den Vordergrund geriet. Und dadurch konnte ich die Musik und die Schule miteinander verbinden. Hatte aber große Probleme, denn alle haben geguckt, der Junge macht Musik, hoffentlich macht er einen guten Unterricht, hoffentlich fällt der Unterricht nicht aus, hoffentlich bleibt die Qualität, hoffentlich bildet er sich auch weiter. Und das habe ich alles unter einen Hut gekriegt. Wie ich das gemacht habe, weiß ich heute nicht mehr. Okay, und das konntest du auch gut miteinander verbinden, ne? Ja, das nicht, dass die Lehrerzeit darunter leiden musste. Nein, das ging überhaupt nicht. Ich habe meine Kollegen natürlich immer eingeladen zu den Fernsehproduktionen. Die haben sich riesig gefreut. Aber sie haben auch geguckt, ne, dass alles vernünftig läuft. Und ich hatte Glück, es lief. Du hattest auch Fernsehauftritte und eigene Fernsehshows. Da musst du uns gleich mal erzählen, was du da gemacht hast und mit wem. Ich hatte Glück, wie das immer so ist. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, habe ich Leute kennengelernt vom Fernsehen. Und die haben mich dann produziert. Ich habe den Volksmusikguru George Mosley da kennengelernt und der hat dafür gesorgt, dass ich dann Fernsehen hatte, viel komponiert und getextet habe. Und ich hatte 3 eigene Fernsehshows, Club der guten Laune, im 3. Programm. Und das hat mir wunderbar gefallen, Fernsehen ohne Ende. Toni Marshall Show hatte ich gewonnen, war richtig ein toller Glücksfall. Und dann Fernsehen von Goldene 1 bis Große Hafenrundfahrt, Freude euch des Nordens, Bier uns zu Hus. Also es war endlich was los in den 90er Jahren. Hast du gesungen oder moderiert oder was hast du in dieser Sendung gemacht? Ich habe gesungen und für die eigene Fernsehshow habe ich tatsächlich mit meinem damaligen Manager, mit Martin Möwius, die gesamten Drehbücher geschrieben. Du warst aber auch als Texter und Komponist. Für wen hast du da übergeschrieben? Für welche bekannten Künstler? In der ersten Linie für Peter Petrell. Als der noch seine norddeutsche Volksmusikphase hatte, habe ich die gesamten Texte geschrieben. Und für Marion Merz, für Werner Böhm, Gottlieb Wendehals, für Toni Marshall, für die Alster Spatzen, für Sven Jensen. Ja, der hier um die Ecke wohnt. Ja, ganz genau. Ja, ja. Ja, das war dann auch sehr erfolgreich und das hast du immer, wie gesagt, neben deiner Lehrertätigkeit gemacht. Und wie du damit fertig warst, da hast du das so ein bisschen forciert oder warst du dann eigentlich mit dem ausgelastet, was du dann so tagtäglich gemacht hast? Ich will dir was sagen. Ich hatte eine große Chance, nochmal 3 bis 6 eigene Fernsehshows zu bekommen, die sollten produziert werden. Oder ich sollte Geschäftsführer werden eines großen bundesweiten Modellversuchs. Und ich hatte mich natürlich als Beamter für den Modellversuch entschieden und genau das war die richtige Entscheidung, denn danach wurde mein Sendeplatz gestrichen und da gab es dann diese Personality-Shows für Inge Meisel und für Karl Dahl und so weiter. Also war das eine glückliche Entscheidung. Ja, okay, das passiert einfach im Leben so. Helmut, du schreibst ja auch Texte auch für andere Anlässe. Ich sag zum Beispiel mal, ich guck mal einmal um die Ecke und denke an Herrn Kubicki. Ja. Für den hast du auch mal was geschrieben. Ja. Ja, erstmal ein FDP-Song natürlich, ne? Und dann jetzt zu seinem 65. Geburtstag habe ich ihm ein kleines Ständchen gebracht, das ganz gut angekommen ist. Und wir haben damals auch natürlich ein Strandelied komponiert. Und nicht nur für Strande habe ich Lieder geschrieben, auch für Schönkirchen, für Friedrichsort, fürs Hotel der Volksmusik in Inzell. Also macht mir immer noch Spaß. Und wenn Hochzeiten sind oder wenn ein Jubilar oder irgendjemand Lust hat auf eine CD, eine persönliche CD, dann bin ich gerne bereit, das zu machen.
Genau, und ich denke auch immer, das hören jetzt viele Leute sagen, Mensch, der kann mir sicherlich für mich was schreiben, dann soll sie sich an mich wenden und ich an dich. Wunderbar, so machen wir das. Aber selbstverständlich machen wir das gerne sogar. Jetzt kommt 2013, da hast du eine Entscheidung getroffen, Häuser, alles Mögliche verkauft und dann bist du weggezogen. Ja. Ich habe schon vorher schon mal angedeutet, wohin, aber das kannst du vielleicht besser selbst mal erzählen. Also meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, auf jeden Fall in die Sonne zu ziehen und hatten wir mehrere Optionen und haben uns letztlich für Mallorca entschieden und wohnen jetzt schon fast 5 Jahre in Port de Andratx und fühlen uns dort sehr, sehr wohl und zur Kieler Woche kommen wir natürlich hierher, das ist klar. Ein Domizil haben wir ja auch noch, aber der Rest ist natürlich so, dass wir alles abgebrochen haben, ja. Freunde haben wir natürlich noch behalten, das ist klar. Und ihr seid glücklich? Wir sind sehr, sehr glücklich. Also ich möchte, wenn die Gesundheit es zulässt, nicht wieder zurück. Wir haben zwar immer noch unseren Hauptwohnsitz hier, aber wir spekulieren vielleicht im nächsten Jahr dann als Resident dort zu bleiben. Ja, so wie ich dich kenne, bist du da sicherlich auch musikalisch tätig. Das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und ich kann mir nicht denken, dass du den ganzen Tag in der Sonne sitzt. Das glaube ich einfach nicht. Du hast dich da sicherlich irgendwo so ein bisschen arrangiert und mit irgendjemandem zusammengetan, dass du da auch sicherlich auch irgendwo singst. Du meinst mit der Sonne, weil ich so blass aussehe? Nein, habe ich natürlich. Als erstes kam ein Bekannter aus Eckernförde, rief mich an, ich war gerade ein paar Wochen da, er bräuchte einen Eckernförde-Hit, eine Eckernförde-Hymne. Dies gefiel ihm nicht, auch von Tuckstop da, das gefiel ihm alles nicht. Und ich sage, das würde ich gerne machen, aber ich habe keinen Produzenten, mit dem ich mich zusammentun kann. Und dann habe ich Willi Meier kennengelernt auf der Insel. Willi Meier ist der größte Produzent dort und zwar nicht dieser Ballermann-Produzent, sondern ein bisschen seriöser. Hat sein Studio in Jukmajor, eine wunderbare Finca, und er hat mir eine halbe Stunde Zeit gegeben. Sagt, kannst vorbeikommen, eine halbe Stunde. Gerd, wir waren da bis spät in die Nacht. So viele Gemeinsamkeiten, so viele Bekannte, so viele musikalische Freunde, nicht zu glauben. Da hat er diese Hymne geschrieben, ich habe die getextet, die Musik gemacht und er hat sie produziert. Und danach habe ich für mein Stammlokal, für La Ronde, einen Song geschrieben. Und ganz zum Schluss haben meine Freunde mich gebeten, einen Song zu schreiben, für Mallorca, so ein bisschen Ballermann-mäßig angehaucht, der Megamacker von Mallorca. Den sollte ich singen. Ich war dann auch tatsächlich im Bierkönig. Nee, was hätte ich früher nicht gemacht, das mache ich heute auch nicht. Und weißt du, wen ich jetzt singt? Martin Semmelrogge. Und ich hoffe, der versemmelt den nicht. Ja, hoffentlich wird er das nicht versemmeln. Ne? Ja, wie gesagt, aber so irgendwo so eine Show oder abends mit irgendjemandem zusammengetan hast du dich da ja, nicht oder doch, noch ja, nicht? Doch. Ja. Und zwar haben wir dort jemanden kennengelernt über eine Musik im Lokal. Das ist Frankie and Friends und eine tolle Band. Und mit denen wollen wir jetzt gemeinsam was machen. Wir wollen ein bisschen auf Tour gehen und mit Spaß haben. Hoffe ich jedenfalls, dass wir Spaß haben. Da wünsche ich dir viel Glück. Aber ich habe natürlich auch schon mal an uns beide gedacht. Ich habe gesagt, so im Januar oder sowas oder im Februar, wo ich wenig zu tun habe, da können wir beide mal eine tolle Sache machen. Wenn da nichts so viel los ist, dass die Leute nicht an Strand gehen, dass wir sagen, was wenn wir ein Oldie-Abend, schöne Oldie-Musik für Damen und Herren, denn das Alter ist ja für Oldies zu der Zeit ja sicherlich da, die sich da eingekauft oder eingebildet. Tanzen, du eine Show machen und ich mache Bingo. Ein bunter Abend. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Wäre nicht zu toppen. Oldies, gut, wir sind noch ein bisschen jung für Oldies, aber das machen wir. Okay, da können wir ja auch nochmal drüber schnacken. Helmut, schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir schöne Tage noch hier. Ja, danke. Und sicherlich sehen wir uns zur Kieler Woche mal. Und wann fliegst du wieder zurück? Nach der Kieler Woche am 26. Erstmal nach Hamburg, da treffe ich mich noch mit musikalischen Freunden und dann am 27. wieder zurück. Und lieber Gerd, ich habe dir natürlich den Megamacker von Mallorca mitgebracht. Oh, das ist aber nett. Ja, zeig mir mal einfach in die Kamera. Herzlichen Dank dafür. Heute Morgen habe ich noch an dich gedacht, dass wir uns nachher sehen, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Da habe ich gesagt, wenn die Stadt Kiel mal ein bisschen schlauer ist und baut den Flughafen mal ein bisschen aus und tut sich mit Ryanair zusammen, das wäre doch zum Beispiel eine tolle Sache, ne? Das wäre schön, da würdest du mich auch mit dem roten Teppich abgeholt haben, ne? Ja, aber hallo, das hätte ich doch wohl gerne gemacht. Mit dem gelben Teppich. Helmut, nochmal, danke, dass du da warst. Alles Gute, Gesundheit auch. Vor allen Dingen. Ja. Und du siehst übrigens blendend aus. Vielen Dankeschön, Dank. Das finde ich in Ordnung. Hat deine Frau nicht gesagt, aber naja, danke. Mach dir später. Okay. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder auf dem gelben Tisch. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute. Bis zur nächsten Woche. Tschüss und danke.